Das Schöne ist, wenn es jetzt, wenn wir bei den szenischen Proben sind, ich habe mir das ja alles in meinem Kopf überlegt und es existiert die ganze Zeit nur in meinem Kopf. Und das Schönste für mich ist zu sehen, wie das dann tatsächlich entsteht, wenn man den Leuten erklärt, was sie machen sollen und sie machen das zum ersten Mal und man sieht, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und das Schönste ist eben, wenn man sieht, an manchen Stellen funktioniert es richtig gut und da entsteht dann irgendwie was, was vorher nicht da gewesen ist. Was mich freut, ist das, was ja immer reizvoll ist für einen als Künstler, ist kreativ zu sein und Dinge zu entwickeln, die es vielleicht vorher so noch nicht gab. Und das ist, finde ich, sehr, sehr befriedigend, sowas zu machen. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist.